Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Und ja, ich bin zum Glück wieder rausgegangen. Ich musste mehr oder weniger die kompletten Hot Rod Magazine zurückblättern und irgendwann kam ich dann Hucha-Jank raus, bisschen Schaffstadt-Dank, Entwicklern sei, wahrscheinlich ja Undank. Aber gut. Wo habe ich eigentlich mein Auto hingestellt? Ey Mann, wo ist mein Auto? Das ist doch nochmal so eine gute Frage. Wo habe ich das hier? Ja, da haben wir es hingestellt. Jawohl, die stellen sich erstmal schön neben die Alte. Herz allerliebst. So, das haben wir also auch eingesammelt. So, so, dann fahren wir mal erstmal hier hin und holen uns. Ja, den haben wir denn da? Santo Selemente. Attiles Selemente, kleinere Deals mit den Bewohnern dieser Arbeiter gegen machen. Wenn du zu laut reinstappst, lassen die Bullen nicht lange auf sich warten. Fuck! Also auf die habe ich ja gar keine Lust. Es muss doch echt unangenehm sein, wenn die hier irgendwie Jobangebote ausschreiben. Hey, Police Academy sucht wieder neue Angestellte. Es sind vor kurzem ja wieder 45 Beamte umgekommen in einer Schießerei mit einem einzigen. Wir brauchen dich. Da geht doch keiner auf so ein Jobangebot ein. So. Guten Tag, guten Tag. Da hinten hast du zum Glück so mit. Ich hab noch 10 andere Typen an der Hand. Ich bin nicht sicher, dass der Preis angemessen ist. Und zum Glück soll man ihn töten. Ja, sehr entspannt hängt der Gute dort. Sehr entspannt. So, shit, der Wachpost ist noch da gekommen. Das ist nämlich genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Fuck! Huh! Nicht zurückziehen! Nein, 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 nein! Wachposten alarmiert! Ich muss mal kurz. Ich muss hier. Ja, geil. Hallo? Spiel? Ah, friss die Granate! Die haben die Granate überlebt! Willst du mich verarschen? Hallo? Oh. Fuck! Fuck! Fall um! Oh, das war... Vor allem das... Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Yeah! Egal, mein zweiter Bildschirm ist jetzt dementsprechend auch gerade sogar schwarz. Das heißt, ich sehe den Timer überhaupt nicht. Ich muss das gleich also nochmal raustappen. So, jetzt aber erstmal die... What? Farbschema, willst du mich verarschen? Farbschema, Meldung, die nicht mehr anzeigen. Fuck you! So, okay, dafür habe ich jetzt wieder meinen zweiten Bildschirm. Was? What the fuck? Welches Arschloch war das? Lincoln, kannst du da vielleicht drauf gehen? Nee? Nee? So. Oh. Windows-Farbschema. Ganz ehrlich, das ist etwas, dafür müsste man Microsoft die Entwickler bis heute steinigen, dass sie das, diesen Scheiß erfunden haben und der sich bis heute nicht vernünftig ausschalten lässt. Boah, 10.000 Mal muss man sagen, nö, aus. Okay, TX-Story hat auch einen Error-Log. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht hin ist, das wäre jetzt so übel. Das wäre jetzt so echt übel. Hey, sie haben da einen Hydranten überfahren und einen Menschen überfahren, glaube ich, oder? Nee, nur einen Hydranten, okay. Eieieiei. So, auf jeden Fall haben wir das jetzt auch. Sehr schön. Nee, ich will nicht mit dir reden. Wir haben noch viel zu tun.
Als nächstes wäre mein Ziel nämlich hier. Die Schwarzmarktgeschäfte haben wir dann aber fast erledigt. Fast erledigt. Das ist klasse. Ich hoffe, die kriegen wir diese Folge noch zu Ende. Dann können wir das erste Areal an Burke übergeben. Was macht ihr denn hier wieder? So. Das war knapp. Lui! Augen zu und durch. So. Hast du den Verstand verloren, Junge? Ja, habe ich. Schön, dass sie es auch bemerken. Na komm mal her. Die kommen hier. Hier komm. Das hört sich nicht gut an. Ja, nun, beweg deinen Allerwertesten. Mein Messer ist schon ganz trocken. Und muss wieder mit ein bisschen Blut geschmiert werden. Okay. Kann ich hier den durch den erschießen? Ja, kann ich. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn. Na? Der arme Bastard hatte keine Chance. Ich geh in Deckung. Huh! Schaff sie! Das hättest du das nur sagen sollen. Na komm, Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Bam! Headshot! Puh, so, das wäre dann auch erledigt. Hallo, meine Frau in der Nacht. So, zack und boom und knack und rems. Gut, da liegt noch ein bisschen Geld. Das nehme ich natürlich auch gerne mit. Granaten nehmen wir auch gerne. Na, du chillst auch etwas, oder? Du chillst auch etwas hier. Kann ich verstehen. So, bearbeiten wir ihn auch nochmal so ein bisschen. Yeah, auch erledigt. Das nächste ist gar nicht so weit weg. Wieso kommt denn da einer rüber? Was hat der denn für ein Problem? Spiel! Ey, was ist denn heute mit dem Spiel los? Jetzt brennt es richtig! Ja, super. Mit Brennbombe? Was soll das? Was machst du hier? Kannst du mir das mal verraten, du... Hör auf, mich zu schießen. Mit euch will ich doch noch gar nicht spielen. Oder? Doch, scheiße. Eigentlich will ich sogar genau mit euch spielen. Verdammt. Ja, 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 auf der Suche, auf der Suche. Da komme ich nicht durch. Toll! Huh. Ja, so. Du verpisst dich bestimmt nicht mehr. Du lebst nicht mehr. Das geht also nicht, Kollege. Wir versuchen es in dem Bereich. Er gehört euch, Jo. Da! Schnappt ihn euch! Hier drüben! So, jetzt da an der Wand kann ich mich aber anlehnen. Von dir wird nichts mehr übrig bleiben. Na, von dir auch nicht. Ah, siehst du? Hab ich's dir nicht gesagt? Und von dir auch nicht. Sehr schön. So lob ich es mir. Genau so lob ich es mir. Waffenschrank. Gucken, was ist drinne? Fluch der Zeitverschwendung. Ich muss sie ausprobieren. Ich muss sie einfach ausprobieren. Hier drüben. Jetzt kann ich zu Rambo-Kumpel sagen. Hey, warum rennst du wieder hoch? Geht mir aus dem Weg! Hä? Huh? Wie zum Derby und durch die Wand? Das ist doch nicht wahr! Yeah.
Ey, das, wo kam der denn jetzt hergeschlawinert? Juden war doch keine Sau mehr. Aufregen. Aufregen! Cool, dafür starte ich auch direkt hier. Das ist auf jeden Fall klasse. Was nicht klasse ist, ist, dass mein Auto weg ist. Das prangere ich an! Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will mein Auto wieder haben. So. Jetzt bin ich richtig sauer. Jetzt habe ich den. Natürlich habe ich jetzt auch meine Schallgedämpfte nicht mehr. Fuck. Fuck. Das ist so mies jetzt. Also, die Scheiße anzuziehen, hat das Leben gerettet? Lou hat gesagt, ich soll beim Wagen warten. Dachte, er braucht keinen weiteren Leibwächter an Bord. Der arme Lou. Er war ein guter Kerl. Viel freundlicher als Sal. Der Arsch wusste, wie man lebt. Mir ist gerade was Schreckliches durch den Kopf gegangen. Eine Kugel? Könnt ihr euch den nächsten Mardi Gras ohne ihn vorstellen? Mardi Gras ohne Onkel Lou? Scheiße. Ah, komm her, komm her. Ja. Fein! Das ist mir echt scheißegal. Nicht clever, so, sich mit mir anzulegen, Kumpel. Komm. Hut. Ja, komm näher. Ja, fein. Aus dem Schatten heraus. So. Holen wir uns jetzt auch ihn. Ganz ruhig, es ist doch schon vorbei. Da ist einer, da oben sind ganz viele. Ach, den lässt er das nochmal klauen? Okay. Wenn es nichts Einfacheres ist. Ich wünschte, ich könnte rüber klettern, kann ich aber nicht. Ja, dann müssen wir dich leider so erledigen. Das ist doch schon mal gut. Und zack! Du rufst niemanden mit einem gebrochenen Genick. So, der dürfte es eigentlich aus dem Augenwinkel nicht sehen. Ja, sehr schön. So, was ist denn das hier? Grant hat dich gebeten, ihm zu helfen, seinen Laster von Artis Leuten zurückzuholen. Ah, das ist der Laster. Sehr schön. So, dann wollen wir mal, Tralalalala. Nur wo gehen wir jetzt am besten hoch? Wenn ich hochgehe, sieht der mich sofort. Wenn ich hier hochgehe. Mal gucken. Oh, ich muss diesen. Moment! Ja, also so. So. Wachposten, aber keiner hier. Geld. Geld ist immer gut. Wir müssen noch höher. Okay. Hey, hier, da. Da ist das Gemälde. Da sind die Wachposten. Da ist Freddy. Den Hehler, den wir erledigen sollen. Ich muss da hinten hoch. Shit. Shit. Meine Güte, ist da
das herrlich hier. Ja, so schön ruhig, ne? Woran das wohl liegen mag? Ja, na oh mein Gott, es ist immer noch höllisch heiß hier unten. Wie haltet ihr das bloß aus? Da stehen einem ja die Haare zu Berge. So, ich hoffe, dass uns gut geht. Als hättest du die halbe Stadt abgezockt. Ich hoffe, dass das gut geht. Lange Zeit mit Arti zu tun gehabt. Aber interessant zu finden, wir mal heraus, ob wir eine Waffe zweimal kaufen müssen, also komplett kaufen müssen. Das habt ihr gehört, oder? Solltet ihr. Ja. Das sah böse aus. So eine Fleischwunde, das, da hat sie nur auf Papier geschnitten. Keine Sorge. Okay, die sind alle da hinten. Mann, macht hier komische Geräusche, Jungs. Still dadurch. So, hier haben wir Kohle und jawohl, das war Gas. So, wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Irgendeiner wird doch jetzt herkommen. Er kommt. Ach komm, das seht ihr doch nicht. Das seht ihr nicht, wenn ich den jetzt erledige, ne? Ich geh, da ist er. Los. Scheiße. Bam! Ich hab euren Boss gekillt! Na komm, Kopf hoch! Mit mir schaffst du das nicht, du Schwanzlutscher! Werden wir gleich sehen! Call me Dirty Harry! Wuhu! Boah! Gut, damit haben wir die erstmal erledigt! Um das Geld tut es ja fast schon leid, aber andererseits, wir haben so viel Kohle. Nee, macht ja jetzt auch den Kohl nicht fett. So, das haben wir ja alles. Und hier muss noch irgendwo ein Kästchen sein. Den kann ich dringend gebrauchen. Lalalalala. Und jetzt müssen wir nur noch runter, den LKW holen. Und raus hier. Aber vorher noch die Notiz. So, Notiz leisten. Sehr geehrte Blödmänner, kaum jemand weiß ja, dass wir tief in der Scheiße stecken, als eure Schwänze am Zahltag, wenn wir Fahrer verlieren, denen wir vertrauen können. Ich bezahle euch dafür, dass ihr die Fahrer bezahlt. Vielleicht notfalls auch ein wenig aufmischt, aber ich bezahle euch nicht dafür, dass ihr sie ins Krankenhaus schickt. Wenn ihr das nochmal macht, lege ich euch gleich in das Bett daneben. Arti. Ja. Die Fahrer liegen mir am Herzen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Da hat er fast schon einen kleinen Stein im Brett. Man weiß nicht, ob man ihn dann direkt killen möchte, aber na gut. So, jetzt müssen wir das Ding hier erst abliefern. Wo müssen. Oh Gott, nein, wo müssen. Oh, zum Glück. Ich hab schon gedacht, wir müssen sonst wo hin. Das Schöne ist, wir müssen hier hinbringen, wo der nächste Schwarzwagen auf uns wartet. Ach, da ist es. Bring den Wagen halt zurück zum Grand. Okay. Geil, $40 kommt nicht durch Zorn. Das gibt's ja wohl nicht. So, jetzt weggehupt. Was ein hartnäckiger Zaun. So, dann wollen wir mal vorbildlich als Trucker fahren. So, da sieht's frei aus, da sieht's frei aus. Alles klar. Ja, ich habe einen größeren Wendekreis dazu. Oh ne, da kommen Auto von hinten. Da kommen Auto von hinten. Oh fucking. Lauf, Lincoln, meine Güte. Weiß ja, wofür deine Beine da sind. Oh, ja, genau. Du rufst keine Bullen.
Willst du mich verarschen? Noch jemand? Oh, die rufen eine Wachposten. Wir sind unter Beschuss. Komm sofort. Oh! Ja, noch mehr bitte. Danke. Geile Scheiße. Na dann mal los. Okay, heilen. Was für eine bescheidene Mission. Willst du mich verarschen? Meine Güte, muss ich kurz das nächste nochmal putzen. Was soll denn das für ein Renz wieder sein? Am besten anhalten, sofort ein Auto nach dem anderen ausschalten. Oh, wieder 6000 verloren! Alles wegen dir. Alles wegen dir. Oh shit, jetzt muss ich die Kiste wiederholen. Nochmal holen, nochmal holen, nochmal holen, nochmal holen. Consigliera. Bring mir mein Auto. Ach komm, hier, Exoten, den besitzen wir sogar. Den Smoky Duke. Klar doch, Chef. Bin schon. Oh, wer schon mal dabei sind, Waffenhändler. Komme schon, nur einen Augenblick. So. Kohle weg. So, dann wollen wir die Dirty Harry Waffe wieder abschaffen. So, lalalala. Schrotflinten, Pistolen. Ja, wir besitzen sie. Das heißt, wir können sie gerade so rüsten. Die Clipper. Nö. 18.000. Ach, komm, das brauchen wir alles nicht. Munition. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Bin ich. Und da ist mein Auto. Ich dachte, das war ein Cabrio. Das ist eine große Hilfe. Egal. Erstmal ihn anfahren. Will ich einer noch die Polizei rufen, deswegen? Wow, die Kiste schleudert aber schlimmer als er hätte. So. Richtig angefressen, Bini. Den LKW liefern wir noch ab. Den liefern wir auf jeden Fall noch ab. Yo, was sind die? Geil, jetzt habe ich ja noch Grafikbugs. Was ist denn jetzt auf einmal los mit dem Spiel? Es will mich, glaube ich, auf die letzten Meter noch richtig quälen. Oh no, jetzt leben die alle wieder. Ernsthaft, jetzt leben die alle wieder? Da. Woher sollten eigentlich die anderen wissen, dass ich den LKW geklaut habe, wenn sie alle tot waren hier? Ist auch wieder so unlogisch! Was habt ihr doch? Heilige! Okay, er ist zumindest tot. So, das er. Theoretisch würde ich gerne die schusssichere Weste holen. Da waren es nur noch zwei. Auf dem Weg zur Weste. Glaubst du, das ist Bullshit? Du etwa nicht? Ich denke, er hat einige gute Argumente. Willst du mich verarschen? Irgendein Farbiger, und du weißt, das ist einer. Irgendein Farbiger macht eine Radiosendung und redet über dieses Land und diese Stadt, als wären sie Müll. Ist das Blödsinn? Okay, ich meine, warum zum Teufel kämpfen wir eigentlich gegen die Roten? Um zu verhindern, dass sie hier rüberkommen. Noch nie was von der Domino-Theorie gehört? Länder sind doch keine Dominosteine.
Nächstes Mal, wenn die Scheiße. Ich hab da drüben was gehört. Ja, du hast was gehört. Das kannst du von mir aus gehört haben. Wehe, die Scheißtür Tor geht jetzt wieder nicht auf. Dann krieg ich einen Anfall mit dem LKW. Go! So. Das heißt, sobald jetzt ein rotes Auto auf dem Radar auftaucht, bleibe ich sofort stehen mit der Kiste. Sorry, Verkehrsregeln muss ich jetzt gerade mal außen vor lassen. Da kommt's. Die haben mal überlebt. Okay, finde ich nicht gut. Das war Nummer 1. Hier, hier drüben. Ja. Ich weiß doch. So. Das waren die Jungs. Hey, schicker Wagen. Schick. Na gut, dann machen wir mal weiter. Das bisschen Geld und ein bisschen Munition lasse ich mal liegen. Yeah, Cops. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Nun, machen wir schneller nach vorne. Aber kann sein, dass da gar keiner... Oh, jetzt fährt er endlich. Mann! Klar, warum hatte der jetzt bitte Vorfahrt? Weil das teurere Fahrzeug war, oder wie? Ah! Nein, 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 nein! So, hast jetzt nochmal Glück gehabt. Da hast du jetzt aber echt nochmal Glück gehabt. Oh. So, rein da, rauf da, weg da. Ja, geil, jetzt noch die Cops. Ich würde so abrasten, wenn die jetzt auch noch... Hey, der hat einen geklauten LKW. Schnauze! So, wie weit müssen wir denn noch? Was machst du denn? Fährst von der Seite in mich hinein und schreist. Und ganz ehrlich, rausgehen, aus Auto rausziehen und erstmal mit dem Kopf auf die Motorhaube kloppen. Ja, geht ja wohl mal gar nicht hier, ne? Nee, nee, nee. Den ersten haben wir. Den haben wir auch. Lauf! Lauf weg! Mann, 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 Mann. Truckerleben ist schon echt hart, ne? Also, was man hier so alles tun muss. Junge, Junge, Junge. Und. Raus, 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 raus. Ich hab ihn voll im Visier. So, so, du hast mich also voll im Visier. Du rufst niemanden! Eieieiei! Mit einem 40-Tonner auf der Flucht. Junge, Junge, Junge. Wimper könnte eins nicht behaupten, dass es hier keine Action gibt. So, ich warte jetzt eigentlich auf, dass von links, rechts, vorne Panzer angerollt kommen und uns auch noch aufs Korn nehmen. Ja, da vorne sind Polizisten. Genauso ungeil. Na nun, fahrt, fahrt zu. Ist grün. Naja, nicht wirklich, aber... Wenn ihr vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche habt, dann könnt ihr das doch richtig interpretieren, für mich zumindest.
Ihr habt doch keine Zeit! Los! So, na endlich. So, und jetzt nur noch hier hinein. Boah. Boah. Was eine Mission mit dem verdammten 40-Tonner hier. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Ist aber auch gut. Wir haben ihn zurückgebracht. Die Mission ist abgeschlossen. Und vor Frust, dass wir den LKW noch springen. Oh, schön so. In dem Sinne, vielen Dank für's Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.